Ja, und hallo wieder zu Let's Play Haben ich neue Augen. Der. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es so laut ist. Ich hör mich überhaupt noch wegen dem blöden Gnome hier. Hallo, also. Am Zuma-Banner. Das sollten wir aufhängen. Und wir haben schon zwei Beweise von meiner Vernichtung. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Ja. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und Ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja, die Leitung ist so Selbstkontrolle, klar. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Ja, wenn alle Kinder so konsequent sind. Dann nennt sie alles. Auf jeden Fall. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Und diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Also damit, wir können ja jetzt Zeug von dem nehmen, vom alten Typ. Jo, lalala. Ja, es geht. Also, hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Aber das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Ja, okay, das geht. Wir haben jetzt eine Zigarre. Dann können wir Johnny imponieren. Der findet Rauchen sicher cool.
Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Ja, klar. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Und Garrett weiß nicht, ob er noch lebt. Oh, oh, oh. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Was willst du? Das ist Pfadfindermesser. Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zucker von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Nein. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Ja, dann probieren wir mal, die mit Schuss zu kombinieren. Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Lilly durfte... Mann... Lilly liebte diese. Nie im Leben hätte sie es übers Herz gebracht, irgendwelchen Unsinn damit anzustellen. Shawnee schien nicht interessiert. Lilly muss. Mano. Zeigen wir eben anderen Leuten das Schöne. Da. Wir haben da nicht mehr groß aus, weil. Doch, wir haben nur noch Kantine. Doris? Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft! Ich sag's ja, die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Was? Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Alter, das war mir so geschätzt. Das war einfach das erste genommen mal. Und dann... Jetzt können wir die Widmung runter machen. Jetzt. Naja. Ja, die Widmung ist weg. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen.
Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Nein. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Jetzt. Also, raus und ein Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte. Mach euch jetzt wieder das obere Teil. Und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Okay, auf in die Höhle. Auf und davon. Hallo? Hallo? Jetzt. Also langsam bin ich irgendwie... Naja. Was? Leck. Hier hast du Nadel und Faden. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Oh, Alter. Ah, wie ich diese Kinder hasse! Aber in Highspeed, Lilly, Alter, das war ja schnell. Ja, also ich beende jetzt auch die Aufnahme, denke ich.